So, Leute, ich bin wieder da mit Illusion of Time. Der letzte Part war jetzt ein bisschen kürzer, aber ich würde den Endgegner jetzt am Anfang dieses Parts haben. Ja, und dann betteln wir den jetzt nieder und dann mal sehen, wie lange ich noch. Ich meine, jetzt, wenn ich jetzt einen neuen Part anfange, muss ich ein bisschen aufnehmen. Oh mein Gott, das bricht ja ab. Ja, komischerweise nur so weit, wie ich gelaufen bin. Damals habe ich mir gedacht, ich müsste total rennen. Ja, also das ist der Boss und ich weiß echt nicht, wie ich das sagen soll. Der Boss ist halt einfach. Wie verliert er, wenn ich auflade? Und nicht viel mehr. Ja, der Boss ist irgendwie ziemlich einfach und ich weiß nicht. Der hätte man so ein sowas wie die Mine nehmen können für. Und ist besiegt. Jawohl. Die zweite Statue, die ebenfalls aussieht wie ein Frosch. Oh, wir stürzen ab, sehe ich gerade. Habe ich gar nicht gemerkt. Und der Bosskampf war irgendwie kurz. Deswegen meinte ich auch im letzten Teil, naja, dass ich nicht weiß, wie ich den beschreiben soll. Irgendeine Stimme. Wie, du stürzt auf die Erde. Er will. Bleh. Versuch dich am Flugzeug festzuhalten. Zack, einfach mal runterspringen. So, no risk, no fun in der Art. Und ja, blöd. Den einen habe ich noch am Kopf erwischt. Verdammt, ich habe ihn verfehlt. Du hast was? Damit ist wird Schicksal besiedelt. Noch ist es eine gewisse Strecke bis zum Boden. Versuch's nochmal. Ich verstehe es. Ich muss ihn kriegen. Ja, das empfehle ich dir auch. Zack, und er ist drauf gelandet. Und das hat überhaupt nicht wehgetan. Oh, Erik hält sich an der Säule fest. Das war verdammt knapp. Mir ist schlecht, meine Nerven. Oh, jetzt wurde es schließlich gerettet. Nee, du bist ein Genie. Diese Erfindung hat Wills Leben gerettet. Noch können wir abstürzen. Lass uns die nächsten Ruinen ansteuern. Nach den Steinen des Sternbildes heißt unser nächstes Ziel Mu. Was? Auf zum Ozean. Mu liegt irgendwo im Ozean. Ja, irgendwo. Hast du Navi oder so? Ich meine, ich habe keine Lust, jetzt echt da abgesetzt zu werden, wo ich letztendlich auch im Spiel abgesetzt werde. Klingt logisch. Manche wissen es vielleicht, dass wo man jetzt abgesetzt wird, das ist echt. Oh. Hölle. Hölle pur. Und jetzt springen sie mit einem kleinen Papierschnippel oben. Benner dran, runter und ja. Wir kamen gerade noch rechtzeitig aus dem Flugzeug. Nils ist ein genialer Erfinder, doch seine Schöpfung scheint immer etwas zu fehlen. Naja, perfekt ist schließlich niemand, auch Nils nicht. Aber besonders Nils nicht, würde ich sagen. Okidoki. Plötzlich findest du dich an einem riesigen Palasthalle wieder. Und das Letzte, an das ich mich erinnere, ist meine Wasserlandung. Wo sind die anderen? Und ich könnte jetzt schon schreien irgendwie. Was höre ich? Ein Geräusch aus dem Raum zu meiner Linken. Das ist eine Treppe. Oh, hallo Kara. Wurdest du Weg gefunden? Kara sieht irgendwie nicht ganz lebendig aus, ich weiß nicht. Was? Eine leise Stimme spricht zu mir. Dies ist der Vampirpalast. Die Quelle in diesem Palast erzeugt ständig neue Dämonen. Oh, da heul ich auch. Ups. Ach so, okay, du bist kein Monster. Ups, tut mir leid, echt. Ungeschickt von mir. Okay, wurde sie gefunden, schon wieder. Wurde sie wieder das zweite. Oh, da hinten sehe ich Korallenriff. Was, eine leise Stimme spricht zu mir. Im Keller des Gebäudes findest du die Dämonenquelle. Dort ist der Stein, beeil dich. Ihr Stein, von was sprichst du? Und wer bist du? Und was bist du? Und
Wieso vertraut will dieser Stimme einfach so? Ja. Hey, du hast mich ganz schön erschreckt. Fast wäre mein Herz stehen geblieben. Ich habe Erik in dem anderen Raum gesehen, aber es war sonderbar. Sein Körper ist fast transparent. Ich konnte durch ihn durchsehen. Er schien, als habe ihm jemand seine Seele geraubt. Wir müssen jetzt zusammenbleiben. Wer weiß, was noch geschieht. Oh ja, jetzt verpisst du dich wieder in deinen Pollenzustand. Ich ziehe mich in deine Tasche zurück, ja, wie du es immer machst. Und dich nichts traust. Okay. Ich möchte nicht zu fies zu Lilly sein. Eigentlich nicht. Was eine leise Stimme spricht zu mir. Der Stein der Erleuchtung ist im Palast. Oh, kannst du mal die Klappe halten? Echt, das nervt. Und irgendwie, glaube ich, habe ich ein bisschen was verpasst vom Weg. Ich glaube, jetzt gibt es ja Gegner. Ja, genau, jetzt gibt es ja Gegner. Ach ja, neue Gegner. Neue Glubschis. Na hoch. Hier ist irgendwas. Ich schaffe es nicht, den Deckel zu öffnen. Warte, das ist ein kleines Loch an der Seite des Sargs. Gerade groß genug, dass ich hinten durchpasse. Ich werde hineinschauen. Ja, wohin, jetzt umdrehen, dann kommt sie nicht mehr raus. Was hat sie gesagt? Keine Ahnung. Na, jetzt sagt sie nochmal dasselbe wie eben. Wenn ihr es euch gemerkt habt, hättet ihr das jetzt zu so schnell sehen können. Ich habe einen seltsamen Stein im Sack gefunden. Ja, klauen wir schon wieder einfach irgendeinen Stein. Wie wir es immer machen. Schon mal ausrüsten, glaube ich. Ja, komm. Hey. Warte, bin irgendwo Gegner gewesen? Also Leute, ich habe keine Gegner gesehen. Bin ich auf dem Gegner sein? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber egal. Eine Probe rotes Juwel oder Heilkräuter ein rotes Juwel gefunden. Ja, natürlich. Hier sind keine Gegner. Komisch. Hier gibt irgendwie keinen Sinn. Irgendwie seltsam. Irgendwie komisch. Voll komisch. Voll seltsam. Und also die nächsten zwei Witzbolde. Wir sind da oben jetzt eigentlich. Hä? Ich glaube, jetzt verstehe ich. Ich glaube, die kommen immer wieder, aber. Ich weiß jetzt gar nicht, gibt es da ein Juwel? Ich guck einfach mal. Vielleicht. Bin mir auch nicht sicher. Keinen Plan habe. Meine, sind hier keine. Oh. Verarschen mich voll. Hier gibt es doch gar keine Gegner. Willst Monster, na, wie ist kaputt, glaube ich. Ist schon angekommen. Sie, welch wundersame Quelle. Könnte eine Verbindung zwischen dem Stein und der Quelle bestehen? Könnte es, ja natürlich. Und er schmeißt ihn einfach mal auf gut Glück hinein. Aber er kann aber auch hochwerfen. Aber landet, würde direkt vor seinen Füßen landen, würde. Naja. Ja, was passiert denn jetzt? Achso, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin mal vor. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ah. Das ist wieder. Nein, okay, jetzt gibt es keine Gegner mehr hier drin. Jetzt sind sie alle wieder. Richtig. Okay, jetzt sind die auch nicht mehr hier. Und hier ist irgend so ein. Oh, nein, du bist kein Juwelier. Brauche ich nicht. Erstmal die ganze Treppe zurück. Irgendwo gibt es einen Mann, aber der ist eine Sackgasse. Der hat einen Schlüssel.
Ich bin der Meinung, den braucht man, um ins Dungeon zu kommen. Ja, jetzt kommt schon wieder ein Boss-Dungeon. Dieser Boss ist echt unter aller. Mann, ich brauche jetzt mal ein richtig gutes Beispiel da. Das habe ich schon öfters gesagt und da ist mir nichts mehr eingefallen. Nee. Hier ist er ja. Hier ist die Sackgasse. Diesen Schlüssel habe ich der Vampirfrau entwendet. Kein normaler Sterblicher kriegt das hin. Du bist nicht sterblich. Hat's hinbekommen. Seepalast erhalten. Schlüssel zum Seepalast erhalten. Da gehen wir eben hin. Oh. Ach ja. Ach ja. Okay. Ach ja. Was fast wieder an die Wasseroberfläche. Hä, sag mal. Bin ich denn jetzt? Dieser Vorpalast hier nervt schon übelst. Was zu halten, ach komm. Können wir machen. Können wir uns mal erlauben. So. Oh nein, mehr will ich gar nicht. Okay, speichern auch noch. Okay, ja, fertig. So. Ja, super, mit einer Blase drum, okay. Diese Meerespalast, bla bla, okay. Ein Weg wird er uns noch Mut bringen. Wird er es? Ja, leider. Okay, darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Ich brauche eine Pause. Ich mache morgen weiter. Oder irgendwann. Bis dahin, auf Wiedersehen.